Wir sind einfach ins Studio gegangen, haben direkt aufgenommen. Also spontan, eigentlich sind es Jams, die dann aber direkt auch Radiolänge hatten. Also wir haben sehr intensiv gearbeitet. Ein halbes Jahr gab es Vorspiel, also wenn man es genau nennt, wahrscheinlich sogar ein Jahr. Wenn man alles umfasst, Proben sehr intensiv, ja eigentlich 5 bis 7 Mal die Woche geprobt, immer von 10 bis 14 Uhr und dann Decke reingeknüppelt und quasi schon vor der Aufnahme versucht auszufiltern, was gehört rein, was gehört nicht rein, was kann man verbessern, wie kann man mit der Dynamik spielen, weil wir haben ja auch analog aufgenommen. Und das haben wir dann so gut trainiert, dass wir dann eigentlich im Studio auch wirklich fit waren. Soweit. Um dann halt ordentlich aufnehmen zu können und auch nicht unnötig Zeit mit 1000 verschiedenen Versuchen zu verballern. Die Songs wurden ja vorher geschrieben, dann ging es in die intensive Übungsphase, dann gab es eine Vorproduktion mit Aufnahmephase, wo wir das Ganze live auch schon vor Publikum getestet haben und dann ging es eigentlich postwendend nach Rock im Ring direkt ins Studio, um dann auch motiviert zu sagen, da waren wir jetzt, da wollen wir hin und dafür gehen wir jetzt ins Studio. Ja, und dann haben wir eigentlich wirklich konzentriert eine Woche lang in 7 Tagen 17 Songs erstmal aufgenommen. Wann kommt die Platte? Also planungstechnisch Mitte nächsten Jahres, 2009, also im Frühsommer nächsten Jahres, ist die Planung. Also wir befinden uns gerade so in der Phase, wo schon einige Single-Kandidaten sozusagen gemixt sind, andere Geschichten sind noch in der Entstehung, also das ist jetzt so der Punkt. Also wir arbeiten jetzt bis zum Winter drin an der Platte, um die dann zum frühestmöglichen Termin Mitte nächsten Jahres rausbringen zu können.